Hallo Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Und ja, wir sind ja hier stehen geblieben bei diesem tollen Riesenrad, was wir hier momentan zusammen bauen. Und ja, wer es noch nicht wusste, das Ganze hier wird aus Grobbelstein und aus Glas gebaut. Es könnte sein, dass ich es dann irgendwann vielleicht nochmal, wenn ich andere Materialien habe, es nochmal irgendwann umbauen werde. Aber ansonsten wird das Ganze jetzt erst einmal hier im Baumodus fertig gebaut, da ich auch, wer das jetzt noch nicht mitbekommen hat, ich habe Ressourcen weggeschmissen, die ich hätte eigentlich dafür nutzen können oder hätte nutzen müssen, und habe das Ganze jetzt dann so im Baumodus, weil das Ganze hier so ein gefährliches Bauprojekt ist, wo viel Zeit drin reingesteckt wird und das Ganze etwas schwieriger verläuft, wo ich einfach mal sagen muss, ja, da müssen wir einfach das Ganze mal im Baumodus bauen. Aber es ist gar nicht mal so schlimm. So, wir müssen noch ein paar Bruchsteine hier mit rausnehmen. Kann ich mal für das Glas ersetzen. Und dann müssen wir gucken, dass das hier, das ist nicht direkt die Mitte. Nur ein nach hier, ein nach da setzen. Hier ist nämlich die Mitte da unten. Da können wir hier einen dran setzen, da einen dran setzen, da einen dran setzen. Und das ist ein 9er Block, ne? 9er Block sowieso. Zack, setzen wir hier noch welche dran. Und hier kommt ja das Mittelstück. Das wird mehr so hier die Achse, wo sich das ganze Rad mit dreht. Zack, werden wir mal mit Holz ausbauen. So, jetzt müssen wir eigentlich nur synchron nachbauen. Ich hoffe, wir schaffen das hier in dieser einen Folge mal. Schneit jetzt auch nicht so, da sieht man das alles ein bisschen besser. Da könnte ich das mal schnell ein bisschen hier zusammenfuschteln. So, einmal nach unten, einmal nach oben. Zack. Es geht ja relativ schnell in so einem Baumodus. So, einmal hier. Da müssen wir ein bisschen versetzt bauen. Einmal hier drauf. Zack, einmal da drauf. Und da sind wir auch schon fast oben angekommen. Das Ganze hier noch einmal auf der Seite. Zack. Versuche mich da auf jeden Fall ein bisschen kürzer zu halten, das Ganze. Damit das nicht so lange dauert, dieses Projekt. Da ich ja auch noch viele andere Sachen mit euch vorhabe. So, so, wo geht's weiter? Wir müssen einmal hier den langen... richtig, ja, doch einmal 10 nach rechts und links bauen. Können wir einmal hier drauf, sehr schön. So, das Ganze müssen wir auch gleich noch mit Glas umranden, daher so das obere, die obere Schicht haben wir ja fast. Hier einmal 10er Block wieder dran, dann einmal die schrägen nach oben. So, sehr schön. Ah, ein bisschen verbaut hier. Na, jetzt geht's aber los. Das ist immer, wenn ich zu schnell werde. So, der kann weg. Oben haben wir, genau. Aber ich weiß nicht, ob da noch Gondeln zwischenpassen. Das ist noch so eine schwierige Frage. Die müssen wir zwischen einmal einen Block, werden wir keine Gondeln reinsetzen können, glaube ich. Wird sehr schwierig. So, einmal hier. Den weg. Dann nochmal runter. Den einmal weg und den noch einmal hier vor. Da haben wir aber noch einen schrägen, der noch weiter runter geht. So, nach dieser Folge hier werde ich dann auch wieder mit euch zusammen, gehe ich mal von aus, ja doch, das werden wir nach dieser Folge hier machen, dass wir das Grobe hier gebaut haben, werde ich wieder in den Überlebensmodus mit euch wechseln und dann geht es in den Überlebensmodus auf jeden Fall weiter. So. Zack, einmal. Einmal hier. Einmal nach vorne. Das ist schon ein bisschen kompliziert. Muss halt immer ein bisschen aufpassen. Und wenn es gleich Nacht wird,
Dann sehe ich nichts mehr. Na, vielleicht wird die nächste Folge auch noch ein bisschen bauen, weil es ist jetzt schon ein bisschen auf jeden Fall über die Zeit. Daher muss ich gucken, damit die Folge nicht zu lange wird. Aber da können wir dann trotzdem den Rest im Überlebensmodus auf jeden Fall bauen. Dafür brauche ich dann nicht mehr den Flugmodus. So, aber für die Umrandung, da brauche ich einfach nochmal den Flugmodus jetzt und dann haben wir es. Dann können wir die Folge auch so gut wie beenden und dann sind wir auf jeden Fall wieder im normalen Modus. Einfach mal ein bisschen nachbauen hier. Zack. Bis hier ran. Darunter kommen noch welche. Ja. Jetzt, wo es dunkel wird, das ist natürlich wieder problematisch. Deswegen versuche ich noch ein bisschen schneller zu werden. Auch wenn es mir nicht unbedingt gelingt. So, einmal hier drauf. Zack. Ganz einmal hochziehen. Und einmal wieder runter. So, wunderbar. Das Ganze gleich nochmal auf der anderen Seite. So, wie war das hier? Also so ein Zweierschritt. Zack, zack. Ja, wie so eine Treppe halt, da geht das ja ein bisschen schneller. So, und einmal durch. Wunderbar. So. Oh Leute, es wird dunkel, es ist, sieht aus wie so ein komischer Dunst. Und was ist hier los? Hä? WTF? Hä? Was ist das für ein Bug? Habt ihr das gerade gesehen? Warum fehlen da die Scheiben auf einmal? Ganz komisch. Ihr habt es auf jeden Fall gesehen. Ich habe es aufgenommen. Ah, ich weiß warum. Weil hier die Wolken sind. Deswegen verschwinden die Scheiben dann. Alles klar. Ist natürlich verständlich. Kann mal passieren. So, wie weit müssen wir noch? Ja, auch noch welche vor. Und jetzt hier unten noch das Fenster schließen, hätte ich fast gesagt. Einmal hier noch mal einen drauf. So, und dann haben wir es auch. Wunderbar. Ich denke mal, die Folge ist noch angebracht. Wir werden das Ganze dann noch ein bisschen ausleuchten an den ganzen Ecken und Kanten, aber Gondeln werden da nicht mehr reinpassen. Da werde ich auf jeden Fall, werden wir uns Fackeln herstellen. Dann würde ich sagen, für die nächste Folge wechseln wir dann wieder in den normalen Modus. Das war jetzt nur mal eine Ausnahme für dieses Projekt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein.